Dankeschön. Es geht heute um das Kreuz. Ich habe es manchmal am Kreuz. Ich weiß nicht, wer es heute auch am Kreuz hat. Ist das Kreuz das Symbol der Liebe? Das Symbol der Liebe ist das Herz. Warum eigentlich? Vielleicht, weil es höher schlägt, wenn ich verliebt bin? Aber was ist, wenn ich jemanden unsympathisch finde? Wenn ich jemanden nicht mag, was schlägt dann? Mein Herz oder meine Faust? Oder meine Worte? Oder die Uhrzeit? Ich habe plötzlich keine Zeit für den anderen. Es gibt ja zwei Richtungen der Liebe. Die menschliche Liebe, da gucke ich zurück. Hast du dein Zimmer gut aufgeräumt, die Hausaufgaben gemacht, bist du sexy, bist du cool? Na, ich liebe was, ich muss etwas tun. Wenn der andere die gleiche Meinung hat, dann liebe ich ihn. Ne? Wenn er anziehend ist, sympathisch, angenehm. Das heißt, ich muss etwas tun, ich blicke zurück. Das ist die menschliche Liebe. Gottes Liebe guckt nach vorne. Die sagt nicht, weil du das und das gemacht hast, liebe ich dich, sondern damit du trotzdem, ich liebe dich dennoch. Ich liebe dich, weil du ein Ziel hast. Wir lieben auch den, der zickig ist. Gott liebt mich auch, wenn ich gar nicht in sein System passe. Wenn ich Mundgeruch habe, wenn ein Angeber daherkommt, wenn ich nicht liebenswert bin. Oberflächlich lieben uns viele, aber wenn sie uns kennen oder kennenlernen, so richtig mit all unseren Macken, dann lassen uns viele fallen wie eine heiße Kartoffel. Deshalb gehen ja auch so viele Ehen kaputt. Man lernt den anderen im Laufe der Zeit kennen. Ich habe ja hier gesagt, meine Frau und ich, wir sind seit 50 Jahren verheiratet. Als ich sie kennengelernt habe, das war wie, als wenn du so im Berg massiv so ein Kristall siehst, denkst, oh, ein Kristall. Da hast du so einen Tunnelblick. Da siehst du nur den Kristall. Ne? Da wird eine Hochzeit raus, also eine Hochzeit wird da raus. Ne? Nach 2 Monaten aus der Hochzeit wird dann eine Hochzeit. Huch, was habe ich denn da für einen Typ? Ne? Meine Frau ist ein Diamant. Ne? Man muss sie mit Fassung tragen. Ja, und bevor ein Diamant in die Fassung kommt, wird er geschliffen. Das ist Ehearbeit. Na, Ehearbeit heißt Schleifarbeit. Ich bin dankbar für das, wo meine Frau mich geschliffen hat. Und es gab bei mir viel zu schleifen, weil ich sehr kaputt war. Meine Frau und ich, wir geben immer mal wieder Eheseminare. Und wenn ich meine Frau vorstelle, dann sage ich, nach 2 Jahren Ehe darf ich vorstellen, meine Frau. Nach 20 Jahren Ehe, können Sie sich mal bitte da vorstellen? Nach 40 Jahren Ehe, können Sie sich das vorstellen? Deshalb möchte ich eigentlich heute nicht von Verliebtheit sprechen, sondern von Liebe. Nicht vom Herzen, sondern von dem Kreuz. Das sieht ja nicht, das ist ja nicht sympathisch. Ein Kreuz ist ja nicht gerade, das ist nicht so sympathisch. Ich habe euch einige Bilder mitgebracht, kreuz und quer. So typisch für ADSler, die denken an alles, wenn sie ein Kreuz sehen, denken ja nicht nur an das Kreuz, sondern denken die an vieles andere. Ne? Zum Beispiel durchkreuzt. In dem Kreuz hat Gott in Jesus einen Herzinfarkt bekommen, hat Herzrhythmusstörungen für uns bekommen. Und ich habe euch 6 Kreuzgedanken mitgebracht. Mein erster Kreuzgedanke, das Kreuz sieht etwas aus wie durchkreuzt. Wenn du mal ehrlich bist, Bilanz ziehst und alles zusammenträgst, wo du schuldig geworden bist oder schuldig geblieben bist, aktiv oder passiv, da kommt ein ziemlich negativer Posten heraus. Mindestens bei mir, wenn ich ein paar gute Minuten habe, über meine schlechten Eigenschaften nachzudenken. Und das nur bei meiner eigenen Bewertung, unabhängig von der Bewertung meiner Kinder, meines Partners, der Verwandten, vom Chef, Angestellten, Nachbarn. Wenn die auch noch mitzählen dürften, kommt ein ziemlich mieser Betrag raus. Unter Krönung gibt Gott noch seine Bewertung ab. Das Urteil schuldig in allen Fällen. Verurteilt zum Tod. Nicht er, sondern ich. Ist nicht gerade ermutigend. Das ist heftig. Dazu eine kleine Geschichte. 2 Jungen sind gute Schulfreunde. Nach der Schule verlieren sie sich aus den Augen. Der eine wird Richter und der andere gerät auf die schiefe Bahn. Der Kriminelle kommt vor den Richter, der sein Schulfreund war. Der hat jetzt ein Problem. Das Dilemma ist, als Richter muss er Recht walten lassen, er muss ihn verurteilen. Aber weil er sein Schulfreund war, möchte er ihm am liebsten die Strafe ersparen. Was soll er tun?
Er verhängt eine angemessene Geldstrafe und dann stellt er einen Scheck aus über genau diese Strafsumme. Er will die Geldstrafe selber bezahlen. Das ist Liebe. Und genau das tut Gott. In seiner Gerechtigkeit spricht er uns schuldig, weil wir schuldig sind. Das ist Fakt. Doch aus Liebe kommt er in der Person seines Sohnes Jesus Christus zu uns und bezahlt die Strafe für uns. Er nimmt unseren Dreck auf sich, unseren Müll zieht er an sich. Somit kommt der Schuldige ungestraft davon, aber ist trotzdem gerecht, denn die Schuld wurde gesühnt. Wir sind frei. Gott ist Retter und Richter in einer Person. Er gibt uns den Scheck, er überlässt es aber uns, ob wir ihn annehmen oder nicht, ob wir ihn einlösen oder nicht. Der nützt dir nur was, wenn du ihn einlöst. Sonst ist er nur ein Fetzen Papier. Nehmen wir ihn an, dann ist alles in Ordnung. Lehnen wir ihn ab, dann müssen wir die Konsequenzen selber ziehen. Das Kreuz durchkreuzt unsere Schuld und durchkreuzt die Pläne, mit der Schuld selber fertig zu werden. Jesus bietet uns mit seinem Kreuz die Vergebung an. Er vergibt uns. Wenn du am Boden liegst, verzweifelt bist, nicht mehr weiter weißt, deine Schuld fordert dich und Jesus fordert dich auf, bleib nicht am Boden liegen, steh wieder auf. Du sollst in Jesu Gegenwart aufstehen, weil er dir Schuld bezahlt hat, er möchte dich wieder aufrecht sehen. Nimm seine Zahlung, seine Vergebung für dich persönlich in Anspruch. Und mein Leben war früher ich habe viel Mist gebaut, ich habe viele Linkereien gemacht. Heute werde ich auch noch schuldig, nicht so, dass ich jetzt Heiliger bin. Ich bin manchmal scheinheilig, aber und ich bin dankbar für das, wo Gott mir vergeben hat und wo Gott mir jeden Tag neu vergibt. Das Kreuz lässt mich überleben. Ein weiteres Bild beim Kreuz. Gottes Kreuz ist ein Pluszeichen. Vielleicht habt ihr schon mal den Spruch gehört, an Gottes Segen ist alles gelegen. Das Wort Segen kommt ja ursprünglich von signieren und heißt so viel wie mit einem Zeichen versehen. Und Gott hat unseren Namen in seine Hand gezeichnet. Er ist der erste Tätowierer. Und er schreibt unseren Namen in seiner Hand. Gesegnet sein heißt, mit dem Zeichen des Kreuzes von Gott signiert zu sein. Da kommt ein Mädchen aus dem Dorf das erste Mal in die Stadt, sieht die vielen Kirchtürme und fragt seine Mutter, Mama, warum sind auf den Kirchen hier überall Pluszeichen? Wenn du das nächste Mal eine Kirche siehst, kannst du vielleicht denken, Gott sagt Ja zu mir. Gott sagt nicht, ich habe so eine Straßenaktion, komme ich nachher drauf, Gott sagt Ja zu mir, er will mich, er liebt dich so, wie du bist. Wir sind gezeichnet von dem Minuszeichen der Sünde und des Todes und der vielen Minuszeichen, die man uns von klein auf ins Herz gebrannt hat. Ich als ADS hatte es schwierig in meiner Kindheit. Ich war nie gewollt, kein Trost. Meine Mutter hat gesagt, wir schicken dich ins Heim. Und ich habe gedacht, da komme ich wahrscheinlich auch her. Weil so brutal, wie meine Mutter zu mir war, da habe ich gedacht, das kann keine eigene Mutter gewesen sein. Und ich war ganz einsam und ganz tief verlassen in meiner Kindheit. Meine Kindheit war gezeichnet von Stress, von Schläge, von Lieblosigkeit. Kein Trost. In meinem Kopf und Herzen waren Aussagen gebunkert, die meine Eltern, die Nachbarn, Lehrer und Verwandten mir in mein Herz eingebrannt haben. Ich habe ein Buch, das heißt Bibel dir deine Meinung. Da habe ich auf der einen Seite lauter Sprüche, die man mir eingebrannt hat ins Herz. Und auf der anderen Seite Bibelstellen, die Gott mir ins Herz eingebrannt hat. Ein paar Sprüche, von denen ich geprägt worden bin. Geh weg, lass das, nichts nutzt, hör auf, das schaffst du doch nicht, Blödmann, Arschloch. Geh mir aus dem Weg, typisch, auf dich können wir verzichten, hau ab, aus dir wird nie was, geh stiften. Das sind Sprüche, die sagen sich so schnell. Das hat sich eine ganz tiefe Einsamkeit in mir festgemacht. Ich war nicht gewollt, vielleicht wie manche Arbeitslosen, die von einem Arbeitsamt zum anderen laufen, von einer Firma zur anderen rennen, überall gesagt bekommen, wir brauchen sie nicht. Das schmerzt. Einer meiner Straßenaktionen, ich stehe manchmal mit dem Schild auf der Straße, mit dem Schild kostenlose Umarmung.
Ich nehme Leute kostenlos in den Arm. Und in Hamburg standen wir da, da kam eine ältere Frau, die hat mich in den Arm genommen und dann hat sie gesagt, sie sind der erste Mensch, der mich in den Arm genommen hat. Ich habe noch nie einen in den Arm genommen, weder meine Mutter noch mein Vater. Das war eine ganz, ganz, ganz kribbelige Situation. Die Oma hat geweint, geweint. Wie viele Kinder sind nicht gewollt? Ich bin gewollt. Eine meiner Straßenaktionen. Ich bin gewollt. Dann kommt jemand zu mir und sagt, wie meinen Sie das? Sag ich, wissen Sie was, als Sie geboren wurden, hat Gott nicht gesagt, ach, jetzt kommt der auch noch, oh nein. Sondern hat gedacht, ey, super, dass du da bist, hier auf diesem Globus. So ein Typ wie dich hatten wir noch nicht in der Sammlung. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wie viele Menschen sind nicht gewollt? Werden abgetrieben oder weitergereicht? An die Tagesmutter, an die Großeltern, an Krippe oder Kindertagesstätte, weil sie nicht ins System passen. Sie sind eine psychische, finanzielle oder emotionale Belastung. Und nicht erst seit Corona. Und dann kommt Gott daher und stellt sein großes Pluszeichen vor mich. Gott sagt Ja zu uns. Gott sagt Ja zu uns. Ich bin gewollt, geliebt, geachtet, wertgeschätzt. In 1. Mose 1, 27 steht, dass Gott uns nach seinem Bild schuf. Wir sind kein Nebenprodukt, kein Abfallprodukt. Gott hat sich Gedanken gemacht über uns, seine ganze Kreativität in uns reingesteckt, seine ganze Liebe, seine Fantasie. Du hast kein Recht darauf, dich schlechter zu verkaufen, unter Preis zu verkaufen. Dir steht es nicht zu, den Lügen zu glauben, die man dir vorgesetzt hat. Du wirst schuldig, wenn du schlechter über dich denkst, als Gott über dich denkt. Und Gott liebt dich, achtet dich, wertschätzt dich. Du brauchst keine Angst haben, keine Panik. Gott sieht keinen verhinderten Engel in dir, aber eine Person, die wertgeschätzt ist, die wertvoll ist, geliebt wird. Gott sagt Ja zu uns, auch wo wir versagen. Und er sagt uns ständig Zusagen, er gibt uns Zusagen. Jesaja 43, fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst, ich rief dich bei deinem Namen, du gehörst mir. Wir brauchen uns vor Gott nicht fürchten. Kennt ihr das Lied? Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ne? Das ist so, da oben, Big Brother is watching you. Pass auf, bing, mit der Fliegenklatsche, immer, wenn ich versagt habe. Ne? Nein, wir brauchen uns nicht vor Gott zu fürchten. Wir sollen Ehrfurcht vor ihm haben, weil er ein Spieljunge ist. Aber wir brauchen keine Angst haben. Wir können zu einem Papa nach Hause kommen. Psalm 8, Vers 6. Nur ein wenig kleiner hast du den Menschen gemacht als die himmlischen Wesen. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Uns fehlen nur noch die Flügel. Aber sonst ist alles dran. Etwas weniger als himmlische Wesen. Der Psalmist sagt im Psalm 139, du hast mich geschaffen, mit Leib und Geist mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Wie hast du heute Morgen in den Spiegel geguckt? Hast du reingeguckt und gedacht, oh super, boah, alle deine Taten sind Wunder. Klasse. Ne? Oder zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, zu schräg. Ne? Prophet Zephania sagt, der Herr, dein Gott, ist in deinen Mauern, er ist mächtig und hilft dir. Er hat Freude an dir, er droht dir nicht mehr, denn er liebt dich, er jubelt laut, wenn er dich sieht. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott laut jubelt, wenn er dich sieht und sagt nicht, ach komm, oh, jetzt kommst du schon wieder mit. Also, er jubelt laut, wenn er dich sieht. Ja, super. Und nicht nur, wenn du Erfolg hast, wenn alles schön ist, sondern er jubelt auch laut, wenn du mit deinen Sünden zu ihm kommst, mit deinem Versagen. Er sagt, ja genau, bei mir bist du richtig. Ich muss hier mit dem Teil hier immer wieder jonglieren. Manche werden ja von den negativen Lebenslügen und Sprüchen, die einige schon seit ihrer Kindheit kennen, K.O. geschlagen. Seit dem Sterben Jesu am Kreuz und seiner Auferstehung können auch wir wieder auferstehen und mit aufrechtem Gang durchs Leben gehen. Brich mit Gottes Hilfe den Bann, den Fluch deines Lebens, dass du ein Nichts bist. Du bist ein Kind Gottes und wenn du diesem Jesus vertraust, hat der Teufel kein Anrecht mehr auf dich. Nicht die Erfahrung aus der Vergangenheit soll weiter dein Leben und dein Denken bestimmen. Nicht der Fluch vielleicht deiner Eltern, deines Bruders, deiner Schwester, deiner Nachbarn und deines Arbeitgebers, sondern der Segen Gottes, sein Zeichen, seine Signatur.
Und als ich Christ wurde, habe ich diese bedingungslose Liebe gespürt in meinem Leben. Und dieses Pluszeichen, das prägt mich bis heute. Ich bin mit 16 Jahren Christ geworden. Heute bin ich 70. Und das prägt mich, das Pluszeichen. Und die Zuversicht, dass Gott immer wieder neu mit mir anfängt. Und Gott sagt nicht, na, jetzt reicht's aber, jetzt ist Schluss. Sondern sagt, komm immer wieder zu mir. Deshalb bin ich Christ. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil er so toll ist, so viel Geduld hat. Mein dritter Kreuzgedanke. Das Kreuz zeigt in zwei Richtungen, in die vertikale und die horizontale, zu Gott und zu Menschen. Wer setzt sich denn normalerweise für uns ein? Wer leiht mir Geld? Die Bank. Aber nur, wenn sie Vertrauen zu mir hat, wenn sie Sicherheiten und Bürgschaften hat und sie leiht mir nichts aus Mitmenschlichkeit. Das heißt, die erste Leistung muss ich bringen, Sicherheit, Vertrauen schaffen, dann bekomme ich etwas, dann kann ich etwas erwarten. Das ist oft so im Leben. Bei Gott muss ich nichts bringen, gar nichts bringen, keine Vorleistung. In Römer 5, Vers 6 können wir lesen, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, Feinde Gottes waren, hat sich Gott für uns in seinem Sohn eingesetzt. Der setzt sich nicht ein, weil wir so sympathisch sind, sondern als wir noch Feinde Gottes waren, hat er sich für uns eingesetzt. In einer anderen Übersetzung heißt es, als wir noch in Schwachheit waren. Ich rühme mich meiner Schwachheit, sagt Paulus. Nicht, ich bin so toller Christ, sondern ich rühme mich meiner Schwachheit. Gott liebt mich nicht weil, sondern damit sein Ziel. Ich wieder mit ihm Gemeinschaft habe, damit ich mit mir zurechtkomme, mit meinen Mitmenschen, damit ich Gott helfen kann, sein Reich mitzubauen, damit meine Verletzungen geheilt werden, damit ich eine starke Persönlichkeit werde. Gott liebt mich damit. Die ersten zwei Kreuzgedanken waren Gottes Zuspruch. Gott spricht mir zu, meine Sünden zu vergeben, und Gott spricht mir zu, mich bedingungslos zu lieben. Und dann kommt auch Gottes Anspruch. Er hat Anspruch auf dich und auf mich. Gott ist anspruchsvoll. Gottes Liebe ist keine Folge unserer Handlungen, sondern hat Auswirkungen auf unsere Handlungen. Seine Liebe will mich befähigen zu Gottes großem Ziel. Und sein Ziel mit mir ist ausgerichtet auf sein Reich. Auf wen oder was ist dein Leben ausgerichtet? Dein Interesse, dein Geld, deine Zeit, deine Kraft, deine Kreativität? Auf dich selbst, dass es dir gut geht, dass du Spaß hast, dass es dir was bringt, dass du was davon hast? Das Kreuz zeigt in zwei ganz andere Richtungen, weg von mir, zu Gott und zum Mitmenschen. Und wer Zeit, Liebe, Kraft, Geld, Nerven verliert für Gott und seine Menschen, wird das Leben gewinnen. Wer etwas verliert, wird etwas gewinnen. Komischer Gedanke. Lukas 9 kann man das lesen. Wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Ich habe, glaube gestern oder vorgestern das Bild mit der Vase gebracht, wie du den Affen empfangen kannst. Na, indem du eine Vase nimmst und unten in die Vase Früchte reinpinkst und der Affe nimmt seine Hand, greift da rein, greift die Frucht und jetzt kommst du als Affenfänger. Willst den Affen fangen, der Affe denkt, jetzt muss ich abhauen. Will abhauen, lässt aber die Früchte nicht los, weil sagt, das sind meine Früchte. Na? Und dann steckt er da drin, er bräuchte nur loslassen, dann könnte er raus. Loslassen. Wir wollen uns behalten und denken, das ist mein Leben, das sind meine Verletzungen, das ist meine Geschichte. Ich hatte Vorfahrt, steht auf dem Grabstein. Wer aber Leben gewinnen will, der kann loslassen, der sollte loslassen. Das weiß jede Kartoffel. Wenn eine Kartoffel neu wachsen will, muss sie sterben, absterben, wenn etwas Neues wachsen will. Die Frage, was kann Gott mir zumuten, ist die entscheidende Frage im Leben. Nicht die, was habe ich davon. Mein vierter Kreuzgedanke, der Deichselgott. Das Kreuz sieht aus wie eine Deichsel auf dem Handwagen. Ich habe mich oft in meiner Kindheit auf einen Handwagen gestellt, die Deichsel weggeklappt und dann bin ich so einen Berg runtergekullert. Das war ganz interessant. Ihr könnt euch denken, was passiert ist. Ich habe mich ziemlich bald überschlagen und kann den Schmerz teilweise heute noch spüren, da in Frankenberg, wo ich geboren bin, als Kind. Wenn ich wirklich ehrlich bin, stelle ich fest, dass ich eine Führung brauche, eine Leitung, eine Navigation für mein Leben.
Unser Leben ist zu kompliziert, zu komplex, als dass ich da alleine zurechtkäme. Jedes Orchester braucht klare Noten, ein System, einen Dirigenten. Meine Mutter ist 91 Jahre alt geworden. Wenn sie über die Hauptverkehrsstraße gegangen ist und ich wollte sie ihr anfassen und helfen, das kann ich alleine, geh weg, hat sie weg, mich weggetroffen. Stolz. Meinst du, hat sie Hilfe angeboten, so locker angenommen, in Anspruch genommen? Lass mich los, das schaffe ich noch allein. Wenn sie ehrlich gewesen wäre, hätte sie gesagt, ja, ich brauche Hilfe, ich brauche jemanden, der mich rüberbringt. Wenn wir ehrlich sind, sagen wir, ja, wir brauchen jemanden, der uns Orientierung gibt, der uns Leitung gibt. Das können wir nicht alleine. Selbstverwirklichung hat uns damals im Paradies schon das Paradies gekostet. Die Selbstverwirklichung führt nicht zum Ziel. Wir sind zu stolz, Leitung anzunehmen, Hilfe anzunehmen. Das kann ich alleine. Wie große oder kleine Kinder oder größere in der Pubertät. Selbstbestimmung ist das Hauptziel vom Kindergarten bis zum Seniorenwohnheim. Und das fängt jetzt erst an. Und das macht uns kaputt auf die Dauer. Warum? Weil vor 70 Jahren, 80 Jahren gab es Fremdbestimmung, Adolf Hitler. Dann haben wir gedacht, die Selbstbestimmung wäre besser. Beides führt zum Tod. Wenn wir das Leitsystem in unserem Leben wegklappen, wie die Deichsel am Handwagen, müssen wir uns nicht wundern, dass sie unser Leben überschlägt. Überall. Sind wir wirklich ehrlich, nehmen Gottes Hilfe an? Oder sagen wir, nee, lieber Gott, lass mal, das schaffe ich schon allein. An Gottes Gegenwart zu glauben, das haben wir gestern gelernt, das ist ziemlich einfach. Das ist kein Problem. An Gott glauben tun wir alle. Aber ihm ganz konkret das Leben überlassen. Die Gedanken überlassen, das Schweigen überlassen, die Finanzen überlassen, das Glaubens überlassen. Darauf kommt es an. Wer bestimmt unser Reden, unser Handeln, unser Schweigen? Wer hat das Recht, uns zu beeinflussen? Wer führt in unserem Leben Regie? Gott spielt in meinem Leben keine Rolle, steht auf dem Plakat. Er ist der Regisseur. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast, haben wir gestern gehört. Dann weißt du, wann du uns wieder zu verlassen hast. Jesus will kein Gast sein. Bete das Gebet nie wieder. Der will Herr sein, der will Navigation sein. Das ist ein Unterschied. Gott ist kein religiöser Gott, der nur für die Religion zuständig ist. Also sonntags für den Gottesdienst und mittwochs für den Hauskreis, dazwischen mal so kurz für Gebet und Bibel. Gott ist ein alltäglicher Gott. Für den Alltag. Er möchte alle Lebensbereiche beeinflussen. Und leiten. In einem Lied, was wir früher gesungen haben, das hieß von Arno und Andreas, das hieß, mir scheint, die Seele ist ein Teppich, auf dem nicht jeder trampeln soll. Die Bilderflut lässt schlimme Spuren, das Maß für Dreck ist übervoll. Welche Filme ziehen wir uns rein? Mit welchen Inhalten füllen wir uns? Was reden wir über andere Menschen negativ? Wo machen wir andere Menschen schlecht, statt sie zu ermutigen? Ich bin manchmal auf der Straße mit einem Puzzle, 4000 Teile, und den Deckel lasse ich zu Hause. Dann fange ich irgendwo in der Straße an zu puzzeln. Dann kommt einer, der sagte, was machen Sie da? Sag ich, sehen Sie doch, puzzeln. Dann gibt es Leute, die sagen, kann man da mitpuzzeln? Sag ich, gerne, können mitpuzzeln. Da ist der Tisch umringt mit wildfremden Menschen, die puzzeln. Junge und alte Leute, die lassen ihre Taschen ab, stellen ihre Taschen ab. Und irgendwann fragt einer, haben Sie mal einen Deckel? Sag ich, gibt keinen Deckel. Sagt, wie, gibt keinen Deckel? Sagt, nee. Fragen Sie, wie viele Teile hat das Puzzle? Sag ich, so 4000 Teile. Gibt es Leute, die sagen, das kriegen Sie doch nie zusammen. Sag ich, warum nicht? Wir können es doch mal versuchen. Ist doch wie im richtigen Leben. Da hat er auch keiner einen Deckel. Oder haben Sie einen Deckel für Ihr Leben? Da puzzelt doch jeder so einfach drauf los. Haben Sie ein Vorbild, wo Sie sagen, das soll aus meinem Leben rauskommen? Ein Master? Da puzzelt doch jeder drauf los. Wenn die eine Frau nicht passt, ach, wir haben genug Frauen, da wird halt geschieden. Und wenn das eine Land nicht passt, wird es überfallen. Ach, das ist doch, komm, müssen wir irgendwie gucken, wie wir zurechtkommen. Jesus möchte der Deckel sein. Manche fragen, haben Sie den Deckel? Sag ich, ja, Jesus mein Deckel. Sagt, wie, Jesus Ihr Deckel? Ich ist mein Vorbild, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich soll diesem Jesus ähnlicher werden. Ich werde nie Jesus, logisch, nicht gebraucht, keine Angst haben, noch weit von entfernt. Aber trotzdem, wir sollen diesem Jesus ähnlicher werden, steht in der Bibel.
Gott möchte das Sagen haben, er möchte deine Gefühle, deinen Verstand bestimmen, er möchte dein Schweigen und dein Reden bestimmen. Selbst in den Bereichen, wie du dich ernährst, ob gesund oder nicht, wie viel du isst und nicht, will er dich leiten. Ich war jetzt in Kaufland, in Kassel wurde Kaufland aufgemacht. Ich fand das so grenzwertig, was wir uns hier im Wilden Westen leisten. Wie viel Schokoladensorten, Joghurtsorten, Margarinesorten, Getränkesorten es gibt. Boah, das ist. In der Bibel spricht, die Bibel spricht von Völlerei. Da wird ja nie drüber gesprochen. Das ist Völlerei. Kaufland, Aldi und die ganzen Läden, das ist alles Völlerei. Nicht so, dass ich da erhaben bin und nur noch in Bioläden kaufe. Ich stehe genau hin. Gott hinterfragt mich, ob ich auch in dem Völlerei Stress drin bin. Ich finde das sehr, sehr grenzwertig, was wir uns leisten. Mein fünfter Kreuzgedanke ist die Polizei. Da steht jemand so vor dir. Hier ist das Bild. Polizei. Die bleiben heute nicht so stehen, die kippen um von den Abgasen. Aber früher hieß eigentlich das Zeichen Stopp, anhalten. Als ich meine Frau von dieser Predigtidee erzählt habe, hat sie gesagt, pass auf, das kennen die doch schon alles. Erzähl doch nicht was. Na? Und das sage ich, komisch. Meine Frau hat noch nie zu mir gesagt, als ich zu ihr gesagt habe, ich liebe dich. Sag ich, das kenne ich doch schon. Das erinnert mich an den Witz, wo ein Mann nach 25 Jahren fragt, liebst du mich eigentlich noch? Und die Frau sagt, das habe ich dir doch vor 25 Jahren gesagt. Und wenn sich da was ändert, sage ich dir Bescheid. Das Problem ist ja, wir wollen immer was Neues hören. Wir wollen was Neues hören, haben aber das Alte noch nicht gelebt. Das haben wir nur geglaubt oder nur hier geparkt. Es ist noch nicht vom Kopf in den Arm, in die Füße, in die Hände gekommen. In uns, ne? Wir wissen so viel, aber wir haben es noch nicht gelebt. Wir sind noch im Kindergarten. Wir wollen immer Neues, immer Neues. Und das finden wir dann gut, aber haben es gar nicht gelebt. Das Ergebnis ist ein Informationsinfarkt. Manchmal stehen wir in der Gefahr, dass unser Glaube verkommt zum Kulturgut. Wir sind halt Christen. Weißt du, wie die Franzosen den Flugverkehr lahmlegen? Die machen alles richtig. Das nennt man Dienst nach Vorschrift. Nicht Dienst gegen die Vorschrift, sondern die machen genau alles richtig. Und damit machen sie den Flugverkehr kaputt. Und viele Christen machen genau das. Jesus will nicht, dass wir alles richtig machen. Ein Kind, was nie hinfällt, was nie blutig ist, was nie ein Loch in der Hose hat, das ist krank. Wenn ein Kind hinfällt und blutet, bestens, alles bestens. Wenn sich ein Kind arm bricht, alles super. Ne? Dann kannst du davon ausgehen, dass das Kind gesund ist. Also wenn es krank ist. Ne? Aber wenn ein Kind nie krank ist, dann wird es problematisch. Wenn wir als Christen nie Fehler machen, und immer versuchen, alles richtig zu machen. Dann sagt Jesus, ich will nicht, dass du alles richtig machst. Ich will, dass wir in einer Beziehung leben. Dass du zu mir kommst, wenn du dich freust und zu mir kommst, wenn du versagst. Ne? Dienst nach Vorschrift. Wir machen aber alles richtig. Also Herz ist aber wo ganz anders. Wir lassen uns nicht mehr von Gottes Geist anstecken. Wir sind nicht mehr begeistert. Und wenn Gottes Geist weht, sagen wir mal schnell das Fenster zu, es zieht. Wir lassen uns doch nicht von Gott durcheinander bringen. Und dann steht Gott mit seinem Kreuz vor uns, am Kreuz und sagt Stopp. Manchmal ist unser Glaube wie eine Maschine, er läuft und läuft und läuft. Wir fahren immer auf vollen Touren, unser Motor ist heiß, absolut, an Ölwechsel denken wir kaum. Und Gott steht vor uns mit seinem Kreuz und sagt, halt doch mal an. Gott will uns ja mit seinem Kreuz nicht ärgern, mit seinem Stoppzeichen. Genauso wie ein Autohersteller den Autofahrer nicht ärgern will, ab und zu anzuhalten, auf das Auto zu verzichten und einen Ölwechsel vorzunehmen oder eine Inspektion. Jesus erinnert mich mit seinem Kreuz daran, anzuhalten, Inventur zu machen, Bilanz zu ziehen.
sich ein realistisches Bild zu verschaffen über ein Leben, sich nichts in die Tasche zu lügen, Fehlentwicklungen und neue Möglichkeiten zu erkennen, dazu ist die Bilanz da. Und Jesus sagt, hör auf zu klagen, was die anderen für Gaben haben. Vergleich dich nicht. Und Jesus sagt, stopp, ich habe dir 3 Talente gegeben und du bist nicht für die 20 der anderen verantwortlich. Und er sagt, stopp, hör auf, so überheblich zu sein, alles besser zu wissen. Und Jesus sagt, stopp, beende deine Angst und Panik, keinen Partner zu bekommen. Und Jesus sagt, stopp, beende dein Schweigen, fang endlich an zu reden. Und Jesus sagt, stopp, bevor du gehst, bitte erst um Vergebung. Das sind nur ein paar Stoppzeichen. Welche Stoppzeichen Gott dir und mir gibt, das weiß jeder für sich. Und jedes Stoppzeichen sieht anders aus. Hören wir und achten wir, beachten wir Gottes Stoppzeichen? Zum Beispiel, wenn ich ein Buch lese und ich plötzlich den Gedanken habe, da könnte Gott zu mir sprechen oder jemand mich ermahnt und korrigiert. Oder wenn ich ein Lied höre oder eine Predigt und Gott das benutzt, um mir etwas mitzuteilen, vielleicht auch dieser Vortrag, halte dir nicht die Ohren zu und sag anschließend, ich höre Gott nicht. Gott redet viel öfter, als wir denken. Und nicht nur im Gottesdienst und nicht nur in der Andacht und nicht nur durch die Bibel, auch durch andere Dinge. Und stell Gott bitte keine Fragen, wenn du die Antworten sowieso nicht akzeptieren willst. Wie der reiche Jüngling, der kommt zu Jesus und fragt ihn, was soll ich tun? Und als Jesus ihm antwortet, was er tun will, geht er traurig weg. Er hätte sich die Frage doch gleich sparen können, hätte er gar nicht zu Jesus gehen brauchen oder wollte nur eine Bestätigung, was er sowieso schon tut. Jesus will uns mit seinem Stoppzeichen auf Golgatha nicht ausbremsen, im Gegenteil. Die einen sollen aufstehen, auferstehen aus ihren Betten, wenn sie nur in Träumerei rumdösen. Fang endlich an, loszugehen, anzupacken, nicht nur zu reden und zu philosophieren, komm endlich in die Gänge, sagt Jesus. Und die anderen sollen auferstehen, wenn sie vor Schufterei und Stress nur am Boden liegen und kaputt sind. Und Jesus sagt ihnen, du mit deinem Aktivismus, schalt das Teil doch mal ab, komm doch zur Ruhe, setz dich mal im Frieden aus, hör auf, deine Anerkennung ständig in deiner Leistung zu finden. Du bist nicht deshalb wertvoll, weil du etwas schaffst, sondern weil ich dich geschaffen habe. Mein letztes Bild. Und dann steht Jesus an der Kreuzung Gottes und fragt, ob wir einfach so weitergehen wollen wie bisher. Gott weiß, wenn wir weitergehen würden, würde unser Weg im Niemandsland enden. Oder ob wir mit Gottes Hilfe an seiner Kreuzung einen neuen Weg einschlagen. Und ich lade dich heute Abend ein. Vielleicht ist dieser Vortrag so ein Stoppzeichen Gottes. Du weißt, wo Gott dich stoppen möchte. Eine Kreuzung, an der du vielleicht das erste Mal dieses große Pluszeichen Gottes erkennst und auch anerkennst für dein Leben, dass Gott Ja sagt zu dir, dass du endlich ein bedingungsloses Ja erfährst von Gott und diesem Jesus erlaubst, deine Schuld zu durchkreuzen, deine Sünde, deine Selbstbestimmung. Vielleicht schlägst du ab heute einen neuen Weg ein und du erlaubst diesem Jesus die Herrschaft für dein Leben, die Führung für dein Leben, wie immer der Deichsel. Und dann wird dein Leben durch sein Kreuz immer wieder dich an die zwei Richtungen erinnern. Gott immer ernster zu nehmen und seine Menschen immer mehr zu lieben. Und dann hängt Jesus nicht mehr am Kreuz, an deinem Hals, sondern in deinem Herzen. Oder hält nicht nur das Fensterkreuz deiner Fensterscheiben zusammen, sondern befindet sich in dir, dass du Halt und Orientierung findest, Trost und Kraft für den Alltag. Ich lade ein, wer heute wach geworden ist, dem das Kreuz heute eine Bedeutung hat, ein Ja zu sagen. Und wir handhaben so, dass wir jetzt eine Zeit lang der Stille haben, wo nichts passiert. Und wo jeder sich die 6 Bilder nochmal vor Augen führen kann. Sagen, welches Bild trifft für mich zu? Nicht alles trifft für jeden zu. Und wir sollten uns auf wenig konzentrieren und das in uns annehmen und 10 Jahre einüben, trainieren. Nicht kürzer. Und dann das nächste, den nächsten Punkt. Wir überfordern uns oft. Und indem wir uns überfordern, tun wir gar nichts. Statt uns auf wenig zu konzentrieren, no, und dann wirst du vielleicht denken, da komme ich ja gar nicht fertig in den Himmel. Wir kommen sowieso nicht fertig in den Himmel.
Wenn überhaupt, dann unfertig, aber nie fertig. Deshalb brauchst du dir gar keinen Stress machen mit Perfektion. Aber wir sollten an dem Punkt, wo Gott uns anspricht, einfach sagen, da fange ich jetzt an. Ich will das Ja Gottes für mich in Anspruch nehmen. Ich will die Vergebung für mich in Anspruch nehmen. Ich will die Führung für mich in Anspruch nehmen. Ich will das Stoppzeichen Gottes wahrnehmen für mich. Was das ist für jeden. Wir machen eine Zeit lang eine Stille und ich beende das mit einem Gebet. Jesus möchte danken, dass nicht so ein romantisches Herz das Symbol deiner Liebe ist, sondern das Kreuz, was so überhaupt nicht dazu passt, was so kreuz und quer da reingeht, was uns so was wir gar nicht gerne angucken, weil es so brutal ist, uns immer wieder wach macht. Du willst uns wach machen für das, was du am Kreuz zu uns sagen willst. Und du kennst jeden von uns. Du weißt, kennst die Menschen, die immer verneint wurden, die immer runtergemacht wurden, die viel Leid erfahren haben, die verletzt worden sind. Und ich danke dir, dass du den Menschen ein bedingungsloses Ja zusprichst. Du kennst die Menschen, die viel Schuld auf sich geladen haben, die schuldig geworden sind oder auch denen Schuld zugeführt wurde. Und du willst Schuld vergeben. Dafür danke ich dir, dass wir frei sein können. Du kennst die Menschen, die dich lieben, aber den Mitmenschen ignorieren. Und du kennst die Menschen, die bei den Mitmenschen sich engagieren, aber dich ignorieren. Und du willst beides zusammenbringen. Und du kennst die Menschen, die führungslos sind, die einfach irritiert sind und nach Führung und nach Orientierung suchen. Du kennst auch die Menschen, die jedes Stoppzeichen ignorieren, gar nicht wahrnehmen, weil sie gar nicht damit rechnen. Ich danke dir, dass du jeden ansprichst von uns, jeden in deiner Weise. Und du liebst uns und du achtest uns und wertschätzt uns so sehr, dass du für uns gestorben bist. Unvorstellbar. Ich möchte dich bitten, dass du Menschen heute Abend hier im Raum, darüber hinaus auch an den Fernsehschirmen, ganz neu begegnest. Dass sie deine Realität wahrnehmen, ganz unterschiedlich. Danke, dass du ein guter Gott bist, ein fairer Gott, ein sensibler Gott. Du liebst uns. Amen. Wisst ihr, was mich noch ein bisschen irritiert? Das Kreuz ist genau das, was die Muslime und viele andere ablehnen, weil sie sagen, ein Gott kann doch niemals von Menschen ans Kreuz geschlagen werden. Das ist doch, Gott ist doch Gott. Das ist auch wieder so eine Sache, die man nicht verstehen kann. Dass sich Gott von uns Menschen, von dir und mir, ans Kreuz schlagen lässt. Was ist das für ein schwacher Gott? Ein Skandalon steht in der Bibel. Ein Skandal ist das Kreuz.
Aber es macht uns irgendwie wach. Es sagt, ey, irgendwas ist da. Und ich wünsche euch, dass ihr immer weiter ins Fragen kommt, dass ihr euch nicht auch durch meine Predigt nicht beruhigt hinsetzt, sage ich, jetzt habe ich eine Antwort, sondern dass ihr immer wieder Fragen stellt und immer wieder guckt und fragt und hinterfragt in allem. Und dazu brauchst du die Bibel, brauchst du Gebet, brauchst du Gemeinschaft, brauchst du einen Stift, einen Bleistift, ein Radiergummi und einen Spitzer und mach in der Bibel immer wieder Kommentare. Schreib deine Gebete auf. Bete sie nicht einfach so. Schreib Gott Liebesbriefe. Und mach Notizen in deinen Büchern, dass du sagst, das habe ich letztes Jahr geglaubt, das glaube ich dieses Jahr, da bin ich ein Stück weitergekommen, dass nicht alles so verpufft. Okay. Katharina müsst ihr euch merken.